Hallo, schön, dass du wieder da bist und Hubert Hubertikus weiter auf seiner Wien-Reise begleitest. Bevor wir starten, wiederholen wir noch einmal die Regel, die wir gemeinsam im Intro aufgestellt haben. Bei der Multiplikation von zwei Bruchzahlen rechnen wir Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Und jetzt geht's auch schon weiter. Während du weg warst, ist Hubert schon in Wien angekommen. Hubert geht an einem Stand für Postkarten vorbei und sieht eine besonders interessante. Drei Siebtel der Postkarte sind grün und die Hälfte davon ist kariert. Welcher Anteil der Postkarte ist grün und kariert, fragt sich Hubert. Ich habe dir hier eingezeichnet, um welchen Teil der Postkarte es sich handelt. Wir wissen also, dass drei Siebtel der Postkarte grün sind und die Hälfte davon ist kariert. Aus dem von wird ein Mal, das wissen wir schon. Wir können also schreiben 3 Siebtel mal 1 halb. Nach der Rechenregel rechnen wir wieder Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Wir schreiben also in den Zähler 3 mal 1 und in den Nenner 7 mal 2. Wir erhalten 3 Vierzehntel. Wir können hier ganz leicht durch Abzählen überprüfen, ob wir richtig gerechnet haben. Insgesamt sind auf der Postkarte 14 Kästchen zu sehen. Von diesen 14 Kästchen sind 3 Kästchen grün und kariert. Wir können daher sagen, 3 Vierzehntel der Postkarte sind grün und kariert. Wir haben also richtig gerechnet. 3 Vierzehntel der Postkarte sind grün und kariert. Als Hubert weitergeht, riecht es plötzlich herrlich nach Apfelstrudel. In der Theke eines Restaurants entdeckt er einen ganzen, frisch gebackenen Apfelstrudel. Der ganze Apfelstrudel wiegt 1 Kilogramm. Hubert kauft 4 Fünftel des Apfelstrudels und isst 1 Viertel davon sofort. Wie viel Gramm Apfelstrudel nimmt er mit nach Hause? Aus der Angabe wissen wir, dass Hubert 4 Fünftel von 1 Kilogramm Apfelstrudel kauft. Insgesamt kauft Hubert also 4 Fünftel Kilogramm des Apfelstrudels. Wenn dir das unklar ist, dann schau dir das Mastery-Video aus dem Lernzyklus Multiplikation einer Bruchzahl mit einer natürlichen Zahl an. Weil Hubert großen Hunger hat, isst er 1 Viertel von 4 Fünftel Kilogramm des Apfelstrudels sofort. Aus dem von wird ein Mal und wir können schreiben 1 Viertel mal 4 Fünftel. Wir können uns die Rechnung vereinfachen, indem wir durch die Zahl 4 kürzen. Dann erhalten wir 1 Fünftel als Ergebnis. Hubert isst also 1 Fünftel Kilogramm des Apfelstrudels sofort. Die Frage ist, wie viel Gramm des Apfelstrudels Hubert mit nach Hause nimmt. Wir müssen also von den 4 Fünftel Kilogramm, die Hubert kauft, 1 Fünftel Kilogramm abziehen. Weil 4 Fünftel und 1 Fünftel denselben Nenner, nämlich 5, haben, können wir gleich subtrahieren. Wir erhalten 3 Fünftel. Jetzt müssen wir 3 Fünftel Kilogramm noch in Gramm umrechnen. 3 Fünftel Kilogramm sind 600 Gramm. Warum, fragst du dich? 1 Kilogramm sind 1000 Gramm. Wir können also schreiben 3 Fünftel mal 1000. Wir kürzen durch die Zahl 5. Dann vereinfacht sich die Rechnung auf 3 mal 200. Und das ergibt 600. Hubert nimmt also 600 Gramm des Apfelstrudels mit nach Hause. Super! Gemeinsam haben wir Huberts Fragen ja sehr schnell beantwortet. Klicke doch gleich auf das nächste Video und schau vorbei, welche Abenteuer Hubert Hubertikus im Mastery-Video erlebt. Bis gleich!